Herzlich willkommen am täglichen Videostrategieticker des Frankfurter Börsenbriefs heute am Dienstag, den 29. April 2014. Ich hatte Ihnen eine volatile Entwicklung gestern versprochen. Der Markt hat das Versprechen eingehalten. Wir sehen nach wie vor einen Wechsel zwischen Hoffen und Bangen. Und das wird sich in den nächsten Tagen auch weiter so fortsetzen. Wir gehen davon aus, dass sich die Amplituden nicht mehr ganz so ausprägen werden, aber dass wir nach wie vor mehrere Richtungswechsel pro Tag sehen werden. Wir werden nach unserer Erwartung in dieser Woche nicht nach oben oder nach unten ausbrechen. Wie gesagt, diese Range, in der sich der DAX in diesem Sägezahnmuster bewegt, wird sich ein wenig verkleinern, in der nächsten Woche dann wieder vergrößern. Also insofern insgesamt unterm Strich seitwärts, aber wie gesagt, zwischen Hoffen und Bangen ist hier eine Indexspekulation nicht unbedingt angeraten und nicht geeignet, Geld zu verdienen. Womit kann man Geld verdienen? Heute hat Nokia seine Zahlen vermeldet, Umsatz plus 15%, etwas unter den Erwartungen, Gewinn rund 300 Millionen bei erwarteten 200 Millionen. Das war schon eine sehr positive Nachricht. Noch wichtiger für meine Begriffe ist die Nachricht, dass 3 Milliarden Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen über Dividenden, über Aktienrückkaufprogramme und 2 Milliarden in die Schuldentilgung fließen sollen. Zudem wurde ja ein neuer CEO benannt. Rajiv Suri. Suri heißt ja Lächeln und er kann jetzt sehr zufrieden darüber lächeln, dass er endlich als CEO zum 1. Mai seinen Dienst antritt. Wer ist der Mann? Er hat in den letzten Jahren schon die Netzwerksparte geleitet und nach dem Verkauf der Handysparte ist ja das Netzwerkgeschäft die vornehmliche Einkommensquelle von Nokia und insofern kennt er sich in dem Konzern bestens aus. Mich wundert ehrlich gesagt ein bisschen, dass es jetzt 7 Monate gedauert hat, diese natürliche Lösung dann tatsächlich auch zu publizieren, Herrn Suri auf den Schild zu heben. Aber für meine Begriffe ist es die richtige Lösung. Ein insgesamt fähiger Mann, die Börse sieht es genauso, die Aktie hat heute über 4% zugelegt und wird es nach meiner Erwartung auch in den nächsten Tagen. Das ist mein Tipp des Tages, der Ticker für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Dispositionen, Ihr Bernhard Klintzing.